ein herzliches Willkommen und guten Abend beim jüngsten Gerücht mit Bruder Christophorus. Ja, es ist wieder sehr, sehr viel passiert, sodass es den Kirchenmann nicht auf seiner Wolke hält und er sich gezwungen sieht, den Mächtigen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft die Leviten zu lesen. Dieses Mal verschlägt es ihn in eine Rehabilitationsklinik in den schönen Schwarzwald. Und was er dort sieht, animiert ihn zu einer Fastenpredigt, die sich gewaschen hat. Der Landesvater höchstpersönlich und seine Kollegen von Opposition und Regierung haben sich fast alle hier in der alten Kelter in Fellbach eingefunden, um die Schelte von Christophorus entgegenzunehmen. Und meine Kollegin Jana Kübel hat schon einige von Ihnen getroffen. Herr Kretschmann, hallo. Freuen Sie sich schon auf die Fastenpredigt? Ja, wird sicher politisch korrekt. Glauben Sie, dass es vielleicht auch so ein, zwei Pointen auf Ihre Kosten geben wird? Ja, hundertprozentig. Es geht immer auf Kosten von anderen. Ja. Glauben Sie, dass Sie da tatsächlich ja, die Pointe Nummer eins sind oder gibt es da jemand anders, den man vorschieben könnte? Das wird sich zeigen, da sind wir jetzt alle mal gespannt. Vielleicht lande ich mal in der dritten Reihe. Freuen Sie sich auch? Ich freue mich riesig. Das ist wirklich ein Termin, wo man einfach genießen kann, lachen kann. Und Lachen kommt ja in der Politik oft zu kurz. Insofern freue ich mich sehr. Herr Binder, gibt es eigentlich irgendeinen Witz, den man in der SPD von Satirikern noch nicht gehört hat momentan? Eigentlich sind alle Witze gemacht, aber auf Christoph Sonntag ist immer Verlass und deshalb wird er uns heute noch einen Witz zum Besten geben, den wir alle noch nicht kennen. Glauben Sie denn als Verkehrsminister, dass Sie so eins, zwei Themen als Angriffsfläche vielleicht geliefert haben in diesem Jahr? Nicht ich. Die Themen gibt's. Das Problem ist ja, dass wenn man sich als Verkehrsminister um die Probleme kümmert, dass dann manche meinen, ich hätte sie verursacht. Ja? Die schlechte Luft kommt ja nicht aus mir, sondern aus dem Verkehr. Die einen sagen so, die anderen so. So ist es, ja. Frau Wiedmann-Mautz, Frauen mit Doppelnamen haben es ein bisschen schwer. Was glauben Sie, wie wird das heute sein? Ich habe da überhaupt keine Bedenken. Der Bindestrich kann ja auch Himmel und Erde verbinden, so wie er zwei wunderschöne Namen zusammenbringt. Gibt es Sachen, über die Sie heute nicht lachen können? Doch, ich kann über alles lachen. Alles? Schauen wir mal, warten wir es mal ab. Also Herr Palmer, was glauben Sie, könnte denn heute bei Ihnen Thema sein? Bei mir? Wie meinen Sie das? Ich bin doch nicht hier Thema. Glauben Sie nicht, dass Sie vielleicht auf der Bühne thematisiert werden könnten? Ach, Sie meinen, was der Sonntag über mich sagen könnte? Ich nehme an, der wird halt verkleidet sein als grüner Batman und nächtlich Studenten kontrollieren will. Sowas in der Art. Frau Eisenmann, gibt es überhaupt momentan irgendwas zu lachen in der CDU? Ah, ja, klar, wir haben immer auch was zum Lachen. Das gehört zum Leben dazu. Manchmal sind die Zeiten ein bisschen schwieriger, manchmal entspannter. Aber ich glaube, wir sind ganz gut im Tritt und vor allem heute werden wir sicher was zum Lachen haben. Wer, glauben Sie, ist denn heute derjenige mit der meisten Angriffsfläche? Ich würde mal auf Herrn Strobel tippen. Weil der immer für einen Witz gut ist? Ja, weil er die meiste Angriffsfläche bietet. Wen hätten Sie denn gerne, dass es heute trifft? Naja, ganz offen gesprochen habe ich es natürlich am liebsten, wenn es an mir vorübergeht. Aber ich kenne Christoph Sonntag gut genug, dass er sich auch ein paar Gemeinheiten für mich ausgedacht haben wird. Und wo könnte er da bei Ihnen ansetzen heute? Keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber irgendwelche Sauereien hat er sicher auf Lager. Sind wir mal gespannt. Ja, ich auch. Gute Unterhaltung. Viel Vergnügen. Tschüss, bis später. Bis dann. Schauen wir uns mal die Sauereien an. Mal mit dem Fassanstich und zwar traditionell mit dem Ministerpräsidenten und mit Christoph Sonntag. Vielen Dank, willkommen zur 7. Ausgabe der Fastenpredigt, Bruder Christophorus. Hallo Fellbach! Vielen Dank. Ja. Die gesamte Speerspitze der baden-württembergischen Wirtschaft und Politik ist da. Wobei ich mich ja immer frage, wie man sich sowas freiwillig antun kann. Aber was wäre die Fastenzeit ohne ein Fastenbier und ohne den Anstich dieses Fastenbiers? Und das haben wir jetzt vor, unter Hilfe von Michael Fabert, unserem wunderbaren Braumeister von Schwabenbräu. Und dazu
Dazu bitte ich natürlich den wichtigsten Politiker Baden-Württembergs zu mir auf die Bühne. Der Strobel zuckt schon. Ja, das Neue ist, neuerdings zuckt bei dieser Ansage auch Susanne Eisenmann. Das hatten wir vorher nicht, aber euch zwei rufe ich zu. Ihr seid jung, ihr könnt warten. Nein. Ich bitte auf die Bühne den beliebtesten Ministerpräsident, den Baden-Württemberg jemals zur Zeit hat, Winfried Kretschmann! Herr Kretschmann, Sie werden jetzt gleich diesen Hammer, vielleicht geben wir es Ihnen gleich in die Hand kriegen. Es ist eine brachiale Geste für einen grünen Politiker, einen Pazifist. Wie können Sie das ertragen? Ja, manchmal muss halt schon zeigen, wo der Hammer hängt. Ja. Aber halt bloß, wo er hängt. Ja, ja, genau. Es ist ja auch nur Gewalt gegen Sachen und wenn dann so ein wunderbarer Gerstensaft rauskommt, kann man das als Grüner ertragen, oder? Ja, genau. Hilft es beim Draufschlagen, Herr Kretschmann, wenn Sie an Ihren Koalitionspartner denken? Oh Jesus. Oder überhaupt nicht. Wenn ich dran denke, wie ich mit dem Koalitionspartner das macht, der hätte den Hahn nie reinkriegen. Weil mit Streichler kriegst du keinen Zapfhahn ins Fass. Und die machen ja eh, was sie wollen, oder? Also was sie wollen oder was sie wollen. Meistens. Meistens, wenn sie nicht machen, was sie wollen? Dann machen sie das, was ich will. Ah ja, gut, okay. Ich finde, so lässt sich regieren. Ich würde sagen, Herr Kretschmann, legen Sie los und wir zählen alle mit. Fassanstich mit Winfried Kretschmann. So. Eins. Zwei. Drei. Sag mal. Das klemmt, das Klump. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Jetzt alle. Neun, jawohl. Und es läuft. Hat er gebraucht, unser Ministerpräsident. Also dieses Mal hat er sich selber überboten. Aber er hat trotzdem gut lachen. Ja, wer weiß wie lange. Denn wenn er wüsste, dass Christoph Sonntag kürzlich höchstpersönlich bei Bruder Christophorus oben im Himmel war, um einen Blick aufs Ländle zu werfen. Ob er es da noch so lachen tät? Bald ist es doch wieder soweit. Das jüngste Gerücht Baden-Württembergs. Das geht so nicht weiter. Wo sind eigentlich meine Engel? Ah! Sag mal, wie seht ihr denn aus? Also seit dieser Lagerfeld hier oben ist. Jetzt pass auf, ihr geht runter und holt mir diesen Sonntag. Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Kerle? Ah, da ist er ja. Der Blitz. Hier sieht's aus. Schlimmer als im Landtag. Es geht hier. Ja, bitte schön. Kommen Sie erstmal einen Ordnungsruf. Ja, danke. Und jetzt können Sie mir fünf Ordnungsrufe erteilen. Das interessiert mich nicht. So, Sonntag, jetzt pass auf. Seit 1717 bin ich hier oben im Himmel und guck runter auf die Welt. Und speziell auf das, was seit 67 Jahren Baden-Württemberg heißt. Ja, und da geht's ja drunter und drüber. Danke für den Hinweis. Das sehe ich selber. Ja, aber kann man da nichts machen? Das habe ich doch gemacht, du Erdling. Aber auf Eingebungen reagieren die ja schon lange nicht mehr. Also habe ich Antrag gestellt bei Gottvater auf Erschaffung und auf Geburt eines namensgleichen Narren, der in meinem Auftrag die Politiker und Mächtigen meine Weisheit um die Ohren fegt. Und wer ist das? Ach, Sonntag. Du Schafsegel! Ich? Seit 6 Jahren fahre ich als Reinkarnation in dich rein. Und was bringt's? Guck mal da runter, da. Guck mal. Ich sehe gar nichts. Muss was reinschmeißen. Sie können von mir nicht erwarten, dass ich eine historisch einmalige Maßnahme an die Wand schreibe und jede Abweichung unerlaubt ist.
Das ist doch jetzt nicht mein Problem. Ich bin doch dafür nicht zuständig, dass die Kosten aus dem Hut laufen. Ab jetzt ist Schluss mit lustig. Ja gut, Stuttgart 21 wird teurer. Aber dafür wird man bald viel entspannter Bahn fahren können. Wieso? Weil man keine Angst mehr hat, dass man zu spät am Bahnhof ankommt. Warum? Weil die Züge eh nicht pünktlich fahren. Ja, und was hat es bitte mit Stuttgart 21 zu tun? Ja, nix, aber jetzt mach doch keinen Stress. Gut, Stuttgart 21 wird ein bisschen teurer, aber so ist nun mal, wenn man sich bei so einem Bauprojekt an einem großen Vorbild orientiert. Welches große Vorbild hat Stuttgart 21? Ha! Flughafen Berlin. Berlin. Gutes Stichwort. So, jetzt guckst du mal da runter. Guck mal rein. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Wir stehen den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung. Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite. Ich bin richtig froh, dass es jetzt richtig losgeht. Und ab morgen kriegen Sie in die Fresse. Das soll eine Regierung sein. Ja gut, ich meine, wenn es halt um die Sache geht, gehen die Meinungen auseinander. Welche Sache? Ach so, habe ich Sache gesagt. Nein, nicht Sache, Rache. Und wer rächt sich da an wem? Ja, der Politiker rächt sich am Wähler dafür, dass er ihn gewählt hat. Die sollen doch viel lieber mal was leisten. Das machen sie doch. Die schaffen Arbeitsplätze. Welche Arbeitsplätze? Zum Beispiel für die AKK haben sie einen Arbeitsplatz geschafft. Und jetzt, Bruder Christophos, du musst doch auch zugeben, in Baden-Württemberg ist doch weitgehend alles in Ordnung. Das nennst du in Ordnung. Jetzt guckst du mal da rein. Guck mal rein. Es gibt auch keinen einzigen Todesfall, der kausal auf Feinstaub zurückzuführen wird. Ja, das sind Lungenärzte, aber es sind keine Umweltmediziner. Und es macht wirklich den Eindruck, man will das Problem verdrängen. Hier wird nichts verboten. Hier wird gesteuert und gelenkt. Das ist Ihre Entscheidung, weiterhin verliebt zu sein in Ihren Euro 4. Ja gut, es ist jetzt nicht ganz so super, aber soll ich jetzt schon wieder an Arbeitsplätze denken? Ah ja, ich meine, wenn man alle 6 Monate neue Diesel kaufen muss, das kurbelt ja die Wirtschaft an. Jetzt langt's mir. Jetzt nimmst du dieses Buch und jetzt liest du denn ganz ordentlich die Leviten. Da steht alles drin. Und zwar Wort für Wort. Und sei bloß nicht so brav. Oh je, da darf man sich ja auf einiges gefasst machen. In der Zwischenzeit wird sie das Ensemble des jüngsten Gerüchts in den Schwarzwald entführen. Wohin genau, das werdet sie gleich merken. Viel Vergnügen. Ein neuer Tag bricht an in der Reha-Einrichtung für Politikerinnen und Politiker in der Schwarzwaldklinik. Und wieder begeben sich Chefärztin Professor Dr. Stolz, Oberarzt Dr. Schreckenberger, Schwester Petra und Musiktherapeut Sammy in den aufopferungsvollen Kampf gegen Schmerzen, Krankheit und die Abrechnungsbögen der Krankenkassen. Sie kümmern sich mit aller Kraft um die Leiden unserer Politiker an Körper, an Geist und falls vorhanden, an Seele. Tja, ein neuer Tag und wieder werde ich Großes schaffen. Ich werde heilen, schlimme Dinge heilen, denn es gibt böse Krankheiten, wirklich böse Krankheiten. Boah, die hat sich in den echten Trump eingefangen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Beste, die seit ihrem Amtsantritt allerbeste Ärztin im Land? Ihr, Frau Professor Dr. Stolz, seid die beste Ärztin hier. Na, die beste Ärztin hier und überall. Na bitte, geht doch. War das okay so? Großartig. Ja. Großartig. Ach, bisschen mehr wäre schon nett. Ich meine, wo finden Sie denn heutzutage einen Spiegel, der die Wahrheit sagt? Ja, bestimmt nicht bei den Zeitschriften, gell, mein kleiner Fake Sammy? So, Zeit für die Morgenbesprechung. Ich denke, ich werde heute mal wieder jemanden feuern. Ja. Das ist gut für die Moral der Truppe. Überall Versager. Meeting! Moin. 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 Sagen Sie mal, warum lesen Sie denn diese uralten Zeitschriften? Die sind doch nur für Patienten da.
Ich lese nur noch Zeitschriften, wo Helene und Florian noch ein Paar waren. Alles andere verschaffe ich nicht. Alter. Dann empfehle ich Ihnen nur noch die Zeitschriften zu lesen, die ausschließlich für AOK-Patienten bestimmt sind. Warum? Da lebt Lady Di noch. Hallo? Hallo? Ich habe heute Großes vor. Zur Sache bitte. Irgendwelche Neuankömmlinge heute Nacht? Ja, ein Herr Palmer aus Tübingen. Oh. Leidet unter Halluzinationen, sieht überall gefährliche Flüchtlinge. Erste Diagnose des Nachtdienstes, akute Braun-Grün-Blindheit. Wurden Maßnahmen eingeleitet? Ja, beruhigende Atemtherapie, langsames Ein- und Ausatmen. Und bis 1945 zählen. Gut. Noch was? Die Abgeordnete Reichenau von den Grünen wurde eingeliefert. Erkannte plötzlich große Diskrepanz zwischen politischen Idealen und eigenem Handeln. Führt zu schwerer Identitätskrise mit selbstzerstörerischen Tendenzen. Aber leiden nicht alle Politiker unter der Diskrepanz zwischen politischen Idealen und eigenem Handeln? Also darunter leiden tun eigentlich eher wenige. Schlimme Sache, richtig schlimme Sache. Aber ich werde Sie heilen, das wird großartig. Wir bringen Sie zur Beruhigung erstmal in den Naturraum. Ja, der Naturraum, dafür ist er da. Ich gehe nicht in den Naturraum. Stolz! Stolz! Oh, Entschuldigung, ich muss da kurz rangehen. Hallo? Ach, Herr Spahn. Spahn? Nein, noch nichts. Ja, ich melde mich, sobald was reinkommt. Sofort. Selbstverständlich. War das der Spahn, unser Gesundheitsminister? Ja, ja. Was wollte der? Der wollte nur wissen, ob sein Spenderhirn schon eingetroffen ist. Neu. Noch irgendjemand im Wartezimmer, Frau Binder? Okay, Frau Professor, ich gucke mal kurz. Oh, ich glaube, die Frau Breimeyer von der SPD, die wartet schon sehr lange. Da sollte man dringend mal nachschauen. Oh je, oh je, oh je. Und? Oh je, von der Werte her sieht es nicht gut aus. Da ist sie kurz vorm Ableben. Oh ja, da geht's ihr ja immer noch besser als ihrer Partei. Apropos, ich habe noch eine wichtige Mitteilung zu machen. Oh, hat sie ihr Golfhandicap verbessert? Wir erwarten heute noch einen besonders prominenten Gast. Oh! Er will nur von mir behandelt werden. Oh, ja. Ein großartiger Patient. Ich werde ihn heilen und die Krankenkassen werden dafür bezahlen. Ja, und wenn er was Ansteckendes hat? Dann werde ich eine Mauer um ihn bauen. Das ist doch schlimm. Ein Albtraum. Ey, bei der Stolz denke ich manchmal auch. Und das ist die Spermie, die gewonnen hat. Also wir sind uns einig. Die Stolz muss weg. Ja. Eine Trennung ist das Beste für alle. Eine Trennung verschaffe ich nicht. Eine Trennung von der Stolz? Nein, von Florian und von der Helene. Und dass er so schnell ein neuer Mann mit im Spiel war. Beim Silbereisen? Schluss mit dem Unsinn. Die Stolz ist eine Tyrannin, die sich für die Größte hält. Schon diese bescheuerte Idee, die Dienstpläne zu twittern. Och, wir müssen diesen Irrsinn beenden. Und dann werde ich Chefarzt und alles gehört mir. Ja, ja, und wie will man das machen? Oh, ich habe eine Wahrheitspille erfunden. Und wenn die Stolz die nimmt, wird sie ihre eigene Unfähigkeit erkennen und von selbst den Hut nehmen. Und das funktioniert? Ja, ich habe es in einem Selbstversuch bewiesen. Ich habe nur eine Viertelpille zu mir genommen. Und sofort habe ich den inneren Drang verspürt, eine Krankenkassenabrechnung korrekt auszufüllen. Echt? Doch! Und ich habe unserem Sammy schon einige Pillen gegeben, um sie der Stolz zu verabreichen. Hat es denn schon geklappt? Ach, die blaue Pille war für die Stolz. Hä? Da habe ich was verwechselt. Die habe ich irgendeinem Patienten gegeben. Wem? Dem Herrn Merz aus der Geschlossenen. Mädelskinder, Sammy! Der kriegt doch schon alle möglichen Medikamente. Das kann nicht gut gehen. Das wird ein Notfall. Ein Notfall! Oh ja, ein Notfall. Merz, Geschlossene, nach Ihnen bitte. Herr Merz. Oh, die Chefetage persönlich, die Halbgötter in Weiß. Und Frau Professor Stolz, endlich sehe ich Sie aus der Nähe. Bläh, welch eine Ehre. Ihre Schönheit strahlt hell wie die Flure dieses Etablissements der Heilung. You're fine. Hm. Warum ist denn der hier? Das merken Sie doch, krankhafte Wahnvorstellungen. Das hört sich aber gar nicht so an. Ist aber so. Hey.
Herr Merz saß lange Zeit für die CDU im Landtag. Das könnte natürlich ein Grund für seinen Wahnsinn sein. Begann dann vor 3 Jahren verrückte Vorhersagen zu machen. Behauptete, ein durchgeknallter Milliardär würde US-Präsident, England aus der EU austreten und der Berliner Hauptstadtflughafen noch in diesem Jahrhundert fertiggestellt. Der spinnt! Total verrückt! Aber heute geht es mir großartig. Doch! Frau Professor, ich hörte, ein prominenter Gast stößt zu uns. Wer hat Ihnen das gesagt? Die Pfeifen spatzen es von den Dächern. Oder umgekehrt. Unser prominenter Patient ist auf dem Weg. Schreckenberger, kümmern Sie sich mal um das da, ja? Das ist ja sehr schlimm, sehr traurig. Ja, ich kümmere mich. Und? Ich sage Ihnen, es ist nicht einfach, der einzig Normale unter lauter Verrückten zu sein. Aber der Herr Kretschmann kennt das ja. Frau Reichenauer, hier entlang in unserem Naturraum. Was ist jetzt los? Ihr Körper ist den hohen Sauerstoffgehalt nicht mehr gewohnt. Oh, was ist denn da drin? Reiner Feinstaub. Oh, tut das gut. Ja. Also, wenn Sie mal keine Politik mehr machen wollen, dann können Sie als Messstation im Negator anfangen. Frau Reichenauer. Was fehlt Ihnen denn genau? Sag, und was schreist du so? Mir ist halt irgendwie meine grüne Identität abhanden gekommen. Oh, das könnte Morbus Kretschmann sein. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dann ist mir aufgefallen, ich bin schon seit 8 Jahren im Landtag und mache überhaupt keine grüne Politik mehr. Ja, das ist natürlich schlimm. Also, dass Sie das so früh gemerkt haben, die meisten merken das nie. Ich wollte immer noch grüne Ideale leben. Ich wollte da immer im Bioladen einkaufen, aber die haben ja keinen Parkplatz für mein SUV. Ja. Müll habe ich auch immer sauber getrennt. Wertstoffe, gelbe Sack, papiergrüne Tonne und Sondermüll in der Wald. Ja, wir müssen sie langsam wieder an die Wurzeln zurückführen. Wir haben da gute Erfahrungen mit alternativen Heilmethoden gemacht. Also Frau Reichenauer, Sie stehen jetzt mal auf. Ja. Doch? Ja. Gucken Sie mal da. Erkennen Sie das? Oh, ich meine, ich habe sowas schon mal gesehen. Das ist ein Baum. Aua. Ja, Sie dürfen den Baum total gerne umarmen, Frau Reichenauer. Baum. Ja. Mhm. Und wie fühlt es sich an? Kratzt halt ein bisschen. Oh. Na, stellen Sie sich vor, das ist der Robert Habeck mit einem 3-Tage-Bart. Oh, Robert. Ja, sehen jetzt Sie. Jetzt spüre ich, wie die grüne Energie mich durchflutet. Sehen Sie, wir kriegen alle wieder hin. Gut, bei manchen dauert es halt. Ich meine, der Friedrich Merz war fast 9 Jahre bei uns. Echt? Ja, gut. Die ersten 2 hat er damit verbracht, zu versuchen, seine Steuererklärung auf den Bierdeckel zu kriegen. Ja, hat er es noch geschafft? 9er waren Bierdeckel aus. Und wie haben Sie denn geheilt? Das war unser Sammy mit seiner Musiktherapie. Ja, mit meinem musikalisch-hypnotischen Ansatz. Wir haben ihm immer wieder das gleiche Lied vorgespielt. Was für eins? Wer schuftet gern den ganzen Tag und liegt am Ende arm im Sarg? Das ist blöd. Besser mach in Aktien gleich, dann wirst du schließlich super reich. Wunderbar. Oder stell's noch schlauer an und fang gleich bei BlackRock an. Dann hast du keine Sorgen mehr, das Geld kommt von alleine her. Money, 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 das ist funny, Chef im Aufsichtsrat. Money, 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 das ist funny, Chef im Aufsichtsrat. Und da war er wieder gesund. Nein. Austherapiert. Ah. Wobei, die letzten Monate ist er wieder öfters hier. Er leidet unter PKKB. Hä? Postkram-Karrenbauer-Belastungssyndrom. Wobei, unser Chefin hat mir ja jetzt einen Job gegeben, dass er sich nicht so unnütz fühlt. Ja, er berät jetzt andere Politiker, wie sie nach der Karriere in der Wirtschaft durchstarten können. Das wäre doch auch was für mich. Nein. Sie bleiben jetzt erstmal in Kontakt mit dem Baum. Baum, Robert. La 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 la. Oh, sorry. Schon gut, Sammy. Ja. Musik, wunderbare Musik. Ach, du hast es gut, Sammy.
Auf mir lastet die ganze Verantwortung, immer zu Großes schaffen zu müssen. Das kann auch ermüden. Und dann die Krankenkassen, böse Krankenkassen. Da sind sehr böse Menschen. Aber Ihr Beruf hat doch auch schöne Seiten. Ja, die Macht über die Patienten. Okay. Wenn da so ein völlig verängstigter Politiker mit dem Angstschweiß auf der Stirn vor einem liegt, das ist großartig. Wenn ich dran denke, der Rühlke war mal bei uns, hat den Blindarm rausgekriegt. Ich habe ihn dann beruhigt, habe gesagt, Herr Rühlke, das ist eine Routineoperation. Wir entfernen nur ein Organ, das Sie sowieso nicht brauchen, hat er gefragt. Mein Herz? Aber vielleicht könnte man die Patienten ja auch mit einem Lied auf die OP vorbereiten und ihnen die Angst nehmen. Also zum Beispiel vor der Transplantation. Eine neue Leber ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Neu. Aber einen habe ich noch. Gerade geschrieben. Hier. Ich werde mitsingen, dann wird's gewaltig. Hier. Schlaf einfach ein. Und wenn du wieder aufwachst, fehlt ein Raucherbein. Großartig. Ja. Tolles Lied. Gut, dass mir das eingefallen ist. Besser als deine Lieder, Sammy, gell? Ja. Sie, ganz ruhig, ganz ruhig. Haben Sie irgendwo einen Arzt gesehen? Nein, aber vielleicht könnte ich Ihnen, Frau... Jetzt hören Sie doch auf. Die sollen mir schnell was geben, muss zurück in den Landtag. Ja, aber warum denn? Eigentlich sind der Landtag und die Klinik doch durchaus vergleichbar. Man ist von Verrückten umgeben und das Essen schmeckt scheußlich, no? Also bitte, Herr... Frau, ja, einen Unterschied gibt es schon. Ja, und was für ein? Ja, hier, man kommt hier schwerer an Alkohol. Ah. Den gibt's nur in der Martin-Schulz-Abteilung. Also, was ist das? Die Entzugsstation. Ah, das mit, also das mit dem... Schluck? So. Also, wisst ihr, die Führung hier scheint mir nicht sonderlich kompetent zu sein. Sehen Sie noch eine Parallele zum Landtag? Hey, Sie können doch nicht ernsthaft die Herren Strobel und Kretschmann als inkompetent bezeichnen. Sie meinen diese grün-schwarze Antwort auf Stan und Olli? Also, Sie nehmen ja auch keine Plattform und, hä? Nö, gerade in letzter Zeit überkommt es mich immer öfter, die Wahrheit in die Welt hinaus zu singen. Gerade auch über unser politisches Personal im Ländle. Hinter den Kulissen von Bavü, Baden-Württemberg, hat ein jeder seine liebe Mühe. Komm, gib mir deine Hand, ich zeige dir ein Land. Und das liegt hinter den Kulissen von Bavü. Dort hat ein jeder seine liebe Mühe. Der Kretsch will weitermachen, manch einer denkt sich, nicht, denn keiner hat ne Chance, bis der Mann 100 ist. Hinter den Kulissen von Bavü hat ein jeder seine liebe Mühe. Doch gib mir deine Hand, ich zeige dir ein Land. Und das liegt hinter den Kulissen von Bavü. Dort hat ein jeder seine liebe Mühe. Der Strobel und der Reinhard sind wirklich nicht verknallt, denn jeder denkt für sich nur, ich mach den anderen kalt, gell? Frau Eisemann sucht Lehrer, ein jeder kann es sein. Hast du von nix ne Ahnung, stellt sie dich ganz schnell ein. Der Rülke wär gern wichtig mit seiner FDP. Doch Ulrich Wilsch, Beachtung, noch musch zur AfD. Hinter den Kulissen von Bavü hat dein jeder seine liebe Mühe. Komm, gib mir deine Hand. Ich zeige dir ein Land und das liegt hinter den Kulissen von Bavü. Dort hat ein jeder seine liebe Mühe. Der Haug, der ist Minister für den ländlichen Raum, für Kühe und für Schweine, für mehr, da taugt er kaum.
der Wolf und Untersteller. Es gibt sie wirklich noch. Man weiß nicht, was sie machen. Das Volk ernährt sie doch. Hinter den Kulissen von Babü hat ein jeder seine liebe Mühe. Komm, gib mir deine Hand. Ich zeige dir ein Land und das liegt hinter den Kulissen von Babü. Dort hat ein jeder seine liebe Mühe. Ja, unser Winnie Herrmann, er liebt die Umwelt sehr. Doch wär er nicht Minister, dann nützte er ihr mehr. Und ewig tagt der Landtag und keiner hat ne Spur. So wird es immer bleiben, Tag ein, Tag aus, durch Jahr. Tag ein, Tag aus, durch Jahr. Sie, jetzt haben Sie einen rauen Hals. Ja. Ach so, vorhin gab mir ein Pfleger ein paar von diesen Lutschbon. Bom, 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 bom. Packt Sie ein Unwohlsein? Nein, die Erkenntnis. Ich sehe auf einmal alles ganz klar. Hm? Wir müssen Eigensinn und Verlogenheit ablegen. Nur so können wir die Geißel der Menschheit besiegen. Den Klimawandel. Die Umweltverschmutzung und die Abholzung des Regenwaldes! Und die Seidenbacher Werbung! So. So. Ah, was ist denn los? Unser prominenter Patient wird in jedem Moment da sein. Alles muss perfekt sein. Da, was soll denn das jetzt? Unser Gast kann doch auf keinen Fall auf das durchgeknallteste Subjekt treffen, was es hier gibt. Ja, aber wo wollen Sie sich verstecken? Vorsicht! Das glaubst doch nicht. Die zwei werfen da so blaue Tablette ein. Oh, ich hab die wohl beim Merz liegen lassen. Wow. Reckenberger, was sind das für Pillen? Das sind ganz normale Beruhigungs... Kann ich brauchen jetzt, wo unser Gast gleich kommt. Oh, ich nehme auch gleich eine weg im Florian und der Helene. Oh, Frau! Sie Herren. Alter! Ich bin faul, geltungssüchtig und völlig unfähig. Und ich bin bloß faul. Die Wahrheitspillen wirken tatsächlich. Das probiere ich auch mal. Na dann, einmal Wahrheit für alle. Die Welt steht Kopf, die Lüge regiert, weil jeder Fakten einfach negiert. Wir gehen kaputt, wenn das so weitergeht. Ob Trump, ob Putin, ob Erdogan, jeder lügt, wo er nur kann. Wir fangen an. Wir machen damit jetzt Schluss. Wahrheit, wir sagen jetzt nur noch die Wahrheit. Wahrheit, 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 Wahrheit. Fake News habt ihr uns zu lange erzählt. Es reicht. Auch im Ländle wollen wir jetzt nur noch Fakten. Fakten, 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 Fakten. Viel zu lange habt ihr uns vergrätzt. Wir wollen eine neue Ehrlichkeit. Und zwar jetzt! Ihr rettet Banken, schont Autokonzerne, subventioniert Ringe und Sterne. Sagt uns, warum lasst ihr die mitregieren? Vergesst es nicht, gewählt haben wir, sonst lässt ihr heute alle nicht hier. Fangt jetzt an, nehmt euch ein Beispiel heran. Wahrheit, wir sagen jetzt nur noch die Wahrheit. Wahrheit, 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 Wahrheit. Fake News habt ihr uns so lange erzählt. Es reicht. Auch im Ländle wollen wir jetzt nur noch Fakten. Fakten, 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 Fakten. Viel zu lange habt ihr uns vergrätzt. Wir wollen eine neue Ehrlichkeit. Und zwar jetzt! Frau Professor Stolz, Kollegin, ich bringe Ihren prominenten Patienten. Hallo? Wo sind denn alle? Naja,
egal. Jetzt kommen Sie erstmal ganz in Ruhe hier an. Keine Angst, die Behandlung hier ist auch nicht viel schlimmer als 3 Jahre mit Winfried Kretschmann. Na, wenn Sie wüssten... Also wenn ich mich hier so umschaue, dann hat unser Bruder Christophorus nachher gleich allerhand zu tun. Es wimmelt hier ja so von Ministerinnen, von Ministern und jeder Menge Staatsbeamten. Und gerade Letztere haben es ja, wie zu Georg Kreislers Zeiten, nicht mehr ganz so einfach in diesen Tagen, gell? Und deshalb, meine Damen und Herren, Augen auf bei der Berufswahl. Am Ende zählen doch vor allem die inneren Werte. Und ich habe da mal einen Tipp vom Altmeister Kreisler persönlich. Staatsbeamter möchte jeder gerne sein. Staatsbeamter, schon der Titel schüchtert ein. Staatsbeamter bin auch ich als Resultat, denn wozu brauch ich sonst einen Staat? Staatsbeamte müssen heute nicht mehr studieren. Staatsbeamte müssen sich spezialisieren. Und auch ich merkte schnell, dass es so besser geht und nahm mir eine Spezialität. Aber welche? Ja, da werden Sie jetzt staunen. Ich verstehe nichts von Jus und Latein. Aber Mathematik, die lass ich lieber sein. Doch ich krieche sehr gut und auch gern Marsch, Marsch, Marsch in den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. Ein Minister wird sehr leicht nervös. Aber bei mir bleibt keiner lange bös. Denn ich blick ihm ins Auge und merk gleich, der ist barsch und steckt schon tief im Arsch, tief im Arsch. Am Anfang fiel mir ja das Kriechen etwas schwer. Jetzt schaffe ich 7 Arsch pro Tag und montags 15 oder mehr. Ja, man braucht schon ein bisschen Routine, um so wie ich von Arsch zu Arsch zu ziehen. Doch es war mir am Anfang meiner Laufbahn schon klar, dass ich Innenpolitiker war. Die heutige Jugend hat für meine Arbeit wenig Sinn. Die blicken nur einen Arsch an und studieren gleich Medizin. Beschäftigen sich mit Protokoll, mit Weißbuch und Demarsch und streben gleich nach dem Kanzler oder sonst einem hohen Arsch. Doch es gibt ja nicht nur Ärsche hier im Ministerium. Auch in Betrieben und Gewerkschaften stehen Hunderte herum. Ich liebe die Politiker. Warum weiß jedes Kind? Weil die auf jeden Fall die größten Steuerzahler sind. Und durch sie mache ich jetzt auch Karriere. Und auch im Ausland schätzt man mich schon sehr. Denn ich krieche auch gern einem fremden Monarch in den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. Nehmen auch Sie meinen wohlgemeinten Rat. Wenn Sie Ihr Chef stört, schreiten Sie zur Tat. Kriechen Sie ihm zum Klang von einem schmissigen deutschen Marsch in den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. Jawohl! Vielen Dank. Und jetzt, lieber Winnie, lass die Puppen tanzen! Ja, hallo Herr Merz. Ich hab gehört, Sie organisieren hier für verdiente Politiker den lukrativen Wechsel in die Wirtschaft. Ja, also da sind Sie bei mir genau richtig. Ja, haben Sie denn auch einen Job für einen älteren Herrn? Etwas senil, braucht Hilfe im Alltag, ist aber noch einigermaßen brauchbar für leichtere Tätigkeiten. Also, Herr Kretschmann, für Sie finden wir doch immer was. Aber ich frag doch nicht für mich, ich frag für den Thomas Strobel. Ach so, ich muss doch noch eine Runde weitermachen. Schauen Sie mich an, ich habe 2 eigene Flugzeuge, das kostet aber auch eine Stange Geld. Und ich habe einen eigenen Hubschrauber. Der kostet mir überhaupt nichts. Aber mal unter uns, welchen Wirtschaftsbereich würden Sie mir denn empfehlen? Sie gelten als glaubwürdig und ehrlich. Damit fällt die Bankenbranche schon mal weg. Was sind denn Ihre Interessen? Ha, ich bin im Schützenverein. Da habe ich schon viele Freunde getroffen.
Dann vielleicht einen Aufsichtsratsposten bei Heckler & Koch. Die wollen ja jetzt auch nur noch an demokratische Länder liefern. Damit wären sie dann auch bei einer wirklich moralisch einwandfreien Truppe. Ah, das wäre dann aber eine große Umstellung von den Grünen. Na, bisher habe ich ja noch für jeden was gefunden. Ich war es ja auch, der den Pofalla im Bahnvorstand untergebracht hat. Ah, die wollte denn gar nicht bei der Bahn? Doch, aber nur als freundlichen Brezelverkäufer. Oh, die Bundeskanzlerin. Hey, Angie. Die Totengräberin der Union. Na, Merz, Sie altes Blackrock-Frettchen. Und du, Winnie, machst du jetzt auch den Abgang aus der Politik? Nein, ich suche ein sinnvolles Betätigungsfeld für den Thomas Strobel. Na, da mal viel Glück. Da suche ich seit 10 Jahren nach. Ist es jetzt schlimm für Sie, dass die Merkel hier auftaucht? Ivo, ich habe ja nichts gegen die Merkel. Zumindest nichts, was hilft. Ich dachte, ich höre mich ja schon mal um für die Zeit nach 2021. Also, was haben Sie mir denn anzubieten, Märzchen? Nun, Sie haben doch immer sich sehr für die deutsche Autoindustrie eingesetzt. Vielleicht könnte ich da was für Sie arrangieren. Genau, als Crash-Test-Dummy. Ja, die Merkel könnte mit 180 gegen eine Wand fahren. Da würde nichts passieren. Wie auch ohne Rückgrat. Oh, ja, hallo? Ja, okay, ich kümmere mich. Mein alter Antenpakt-Kumpel Roland Koch, ich soll ihm wieder einen Job besorgen. Motto: viel Verdienst bei null Verstand. Dafür ist der Koch bekannt. Ja, der hat doch schon Billfinger Berger an den Abgrund gebracht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich den jetzt unterbringen soll. Vielleicht bei der deutschen Umwelthilfe? Gute Idee. Da schlagen wir 2 Schmeißfliegen mit einer Klappe. Da verleiht Ihnen die deutsche Autoindustrie den goldenen Feinstauborden erster Klasse. Na, ich schau mal, was sich machen lässt. Mensch, Angie, du willst wirklich in die Wirtschaft wechseln? Da pilgerst doch lieber mit deinen Flüchtlingen durch den Schwarzwald. Immer der Raute nach. Mal sehen, Winnie. Ich habe ja schon eigene Pläne für die Zeit nach der Kanzlerschaft. Ein bekannter Filmproduzent will zum Beispiel mein Leben verfilmen. Der Titel steht schon fest. Angie, Herrschaftsjahre einer Kanzlerin. Wir wissen nur noch nicht, wer die Hauptrolle spielen soll. Ja, vielleicht Gérard Depardieu? Vorsicht, dann streiche ich dich aus dem Drehbuch, ja? Wie wär's mit Veronika Ferres? Aber die ähnelt mir doch gar nicht. Doch, die hat's auch ohne Talent ganz nach oben geschafft. Also ich habe mich auf keinen Fall nach oben geschlafen, ja? Es hätte jetzt auch wirklich niemand vermutet. Auf jeden Fall spielt Roberto Blanco in meinem Film eine Doppelrolle. Michelle und Barack Obama. Und wer spielt den Seehofer? Also vom Geisteszustand her wäre Klaus Kinski ideal. Aber der ist doch schon tot. Eben. Ach, Winnie, vielleicht könnten wir auch mal zusammen einen Film drehen. Wie wäre es mit Titanic? Ich als Rose und du als Jack? Ja, und der Peter Altmaier als Eisberg. Sei doch nicht so unromantisch. Was muss denn eine Frau besitzen, damit sie ein schwäbisches Gemüt mal so richtig in Wallung versetzen kann? Ha, ein Bauplatz. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsfilm? Jurassic Park. Da werden einfach Jugenderinnerungen wach. Meiner war immer Winnetou. Warum? Weil da am Schluss ein Roter stirbt. Ja, grüß Gott zusammen. Der alten Donald. Der Seehofer. Wo ist denn Ihr Pfleger? Den habe ich abgeschoben. Abgeschossen. Ich meine, abgehängt. Kleiner freudscher Versprecher. Warum tragen Sie denn ein Jägeroutfit, Sie alter Problembär? Ich habe gehört, hier im Schwarzwald laufen auch wieder Wölfe rum. Und die Grünen beschützen sie. Aber ich will ein paar davon erlegen. Aber Sie können doch nicht einfach die Wölfe abschießen. Wieso die Wölfe? Ich rede von den Grünen. Jetzt bin ich aber erleichtert.
Die Wölfe sind immerhin die Vorfahren unserer treuen Hunde. Ja, und es gibt ja Hunde, die sind intelligenter als ihr Herrchen. Ja, so einen hab ich. Toll, was? Und ich dachte, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich den Merz nach einer neuen Stelle für mich fragen. Was schwebt Ihnen denn vor? Vielleicht irgendwas mit Internet. Da sind Sie ja schon seit den 80er Jahren drin unterwegs. Man muss schon mit der Zeit gehen. Also bei mir daheim auf der Alp gibt's jetzt auch diese neue, wie heißt's, Videotext. Ganz tolle Sache. Ich könnte mir auch gut einen Job in einem Bankvorstand vorstellen. Da verdient man dann richtig gut und wenn man Mist baut, dann rettet einen der Steuerzahler. Also alles wie in der Politik. Na kommen Sie, Seehofer, wir suchen mal den Merz. Aber Vorsicht, Hotte, mit Ihrer Büchse da. Was? Es haben sich schon Jäger selbst erlegt. Ja, ja, Winnie, Unfälle können passieren. Pah, bei einer Bank will der Seehofer anfangen. Die einzige Bank, die zu dem passt, wäre eine Samenbank. Oh, der Bundesjogi. Ja, was machen Sie denn hier? Ja gut, klar, ich genieße die Natur hier im Schwarzwald, um, sagen wir mal, zu entspannen. Ich kann da zum Beispiel einfach ewig einer Schnecke zuschauen, wie sie einen Baum hinaufkriecht. Ja, gell, so Geschwindigkeiten kennen Sie gar nicht mehr von Ihren Abwehrspielern. Das ist furchtbar. Ich, ein Genie, gestraft mit einer völlig unfähigen Gurkentruppe. Ja, das Gefühl kenne ich, Yogi. Ah, der Herr Löw, neuer Job gefällig? Ja, also meine Zeit läuft ab. Tja, schon länger. Was? Besondere Fähigkeiten? Ja, ich kann jeder Truppe höchste Disziplin beibringen, vor allem stillgestanden. Disziplin? Ah, da könnte sie bei der AfD-Fraktion im Landtag mal anheuern. Die hätten das nötig. Oh, ich mag deren Spielweise aber nicht. Die kommen zu sehr über den rechten Flügel. Wie wär's mit Sonderbeauftragter für Stuttgart 21? Sie schauen doch auch mal gerne nach, ob unten alles okay ist. Super Idee. Kommen Sie, wir fragen gleich beim Profaller nach. Können Sie sich auch vorstellen, Brezeln zu verkaufen? Ach ja, also zur Not. Na denn? Der Löw wäre besser nach der WM 2014 abgetreten. Man soll halt aufhören, wenn es am schönsten ist. Gut, dass es bei mir noch nie so richtig schön war. So, hallo. Ja, wo haben Sie denn unseren bayerischen Problemberg gelassen? Der meinte, er habe so ein zotteliges Wesen gesehen und wollte es verfolgen. Wusst gar nicht, dass der Hofreiter sich auch hier rumtreibt. Oh, die Krampfknarrenbauer. Annegret, du auch hier? Wollen Sie sich schon vor Ihrer Karriere um die Zeit nach Ihrer Karriere kümmern? Ich will nur mal schauen, was der Merz hier so treibt. Ich hab das Gefühl, er will immer noch an die Macht in Deutschland. Wieso? Er ist doch schon Aufsichtsratschef bei BlackRock. Annegret, Mäuschen, ich bin so froh, dass du gewählt wurdest. Danke, Angela. Ich werde dir auch immer dankbar sein. Das erinnert mich jetzt an den nächsten Film. Vielleicht an Zärtliche Cousinen? Nee, eher an Die Hexen von Eastwick. Aua! Au! Sag mal, Angie, bist du jetzt eigentlich wieder frei? Bitte? Habe ich ihre rote Bulle auf dem Kopf? Aber nein, mein lieber Wäsche, rot ist das neue Schwarz. Das trauen mir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten jetzt alle so. Oder, Angela? Wart ab, Winnie. Die Annegret wird auch Kanzlerin. Und in 10 Jahren werden Kinder sich fragen, ob auch mal ein Mann Kanzlerin werden kann. Ich habe ja auch schon Regierungserfahrung. Ja, im Saarland. Das ist schon ungefähr so wie Ortsvorsteher von Trochtelfinger. Also bitte, das Saarland ist immerhin der Herkunftsort berühmter politischer Persönlichkeiten. Man denke nur an Erich Honecker und Oskar Lafontaine. Oh weh, auf der einen Seite dieser unausstehliche linke Diktator und dann auch noch der Honecker.
Jo, und bald gibt es auch die erste Kanzlerin von der Saar. Warum haben wir es den Franzosen nicht einfach gelassen? Na, wer soll denn sonst Kanzler werden? Vielleicht einer von der SPD? Doch denk dir mal dran, wir müssen bei allen Machtstreben auch immer eines im Kopf behalten. Wer hat uns gewählt? Das Volk. Wer bezahlt uns? Das Volk. Wer vertraut uns? Das Volk. Und an wen müssen wir immer zuerst denken? An uns. Genau. Man muss nur aufpassen, dass das Volk nichts mitbekommt. Oder wie schon Otto von Bismarck sagte, je weniger Leute davon wissen, wie Würst und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie. Jetzt ist es soweit. Mir schwant nichts Gutes. Da kommt er, der himmlische Bruder Christophorus Sonntag mit seiner Fastenpredigt. Schwestern, Freunde im Starkbier und in der Gerechtigkeit, ich bin's, Bruder Christophorus Sonntag seit 1717 im Himmel. Wieder habe ich ein Jahr damit verbracht, Wirklichkeit und Fake News voneinander zu unterscheiden, also Wahrheit und Spiegelartikel. Früher waren Märchen noch erfundene Geschichten mit groteske Figuren. Heute regieren groteske Figuren, die man das Märchen gar nicht neilassen wird. In Amerika regiert der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Und welcher Politiker ist welches Tier? Frau Gehirsch, das müsste man eigentlich Sie fragen. Sie sind ja Fachfrau, aber Sie spreche ich heute lieber nicht an, weil Doppelname von der Bühne runter. Ja. Hat sich als gefährlich erwiesen, Peter Hau kann ich auch nicht ansprechen. Es bringt nichts, weil wenn es fachlich wird, fragt er wieder Sie. Horst Seehofer macht sich gerne selber zum Esel. Immerhin haben die Grünen mit Robert Habeck einen echten Märchenprinzen. So einer muss der Anton Hofreiter erstmal werden. Aber damit der sich verwandelt, muss man ihn erstmal umküssen. Wie sieht es aus? Gibt es Freiwillige, Frau Eisenmann? Wenn Ihnen der Kretsch als Entschädigung 100 neue Lehrerstellen gibt. Okay, es geht um den Hofreiter, sagen wir 200 Lehrerstellen. Eher nicht, ja gut, ich sehe es ein. Manche Dinge will man sich einfach nicht vorstellen. Da stößt sogar Alkohol an seine Grenzen. Und wenn ich euch so anschaue, die Speerspitze, die Vertreter Baden-Württembergs, muss ich sagen, ist schon die eine oder andere Mythenfigur dazwischen. Der Kretschmann denkt, hoffentlich sagt er jetzt nicht Walschrat. Nein, Herr Kretschmann, das sage ich natürlich nicht. Damit habe ich Sie ja schon letztes Jahr beleidigt. Dieses Jahr sage ich lieber Rübezahl. Und der Rest? Ja gut, ich würde mal sagen, Zwerge kommen in viele Märchen vor. Ja. Und dann gibt es auch ein Märchen der Gebrüder Grimm mit dem Namen Das Lumpengesindel. Und schon kommen wir zu der Frage, warum die AfD bei dieser Fastenpredigt nie anwesend ist. Dafür gibt es drei Gründe. Erstens, wir haben sie nicht eingeladen. Wir laden nur demokratische Parteien ein. Zweitens, wenn wir sie eingeladen hätten, wären sie nicht gekommen, weil sie keinen Spaß verstehen. Und drittens, wenn sie gekommen wären, tja, liebe Mutter im Arras,
hätte sie dich schon längst mit der Polizei wieder rausschmeißen lassen. Ja. Weg von der AfD zur FDA, furchtbar dringenden Angelegenheit. Es war Halbzeit in der grün-schwarzen Koalition. Eine Halbzeit wie beim VfB. Ja, man denkt, es wird besser und dann kommt die zweite Hälfte. Aber immerhin, Herr Kretschmann, es gab ja auch Grund zum Feiern. Sie haben ja letztes Jahr 70. Geburtstag gehabt. Nachträglich alles Gute noch zum Geburtstag. Ja, Applaus, ja. Sie haben ja selber gesagt, aber Geburtstag hat jede Kuh, aber nicht jede Kuh wird 70. Es gab auch Geburtstagsgeschenke. Ja, der Innenminister Thomas Strobel hat Ihnen versprochen zum Geburtstag, dass die Koalition bis 2021 hält. Herr Strobel, das war jetzt ein bisschen armselig, oder? Ich meine, Herr Strobel stellt sich vor, da sagt eine Frau ihrem Mann zum Geburtstag, ich verspreche dir, dass ich dich nie verlasse. Denkt er doch, ja super. Erst kriege ich kein Geschenk und dann droht sie mir noch. Sie haben ja auch zum Herrn Kretschmann gesagt, Sie hoffen, Sie können ihm noch zum 80. Geburtstag auch gratulieren. Hat er gesagt, ja Strobel, dann musst du ja ein bisschen auf Ihre Gesundheit aufpassen. Ja, Herr Kretschmann, und Sie haben ja ein Buch geschrieben. Toll, ich meine, gut, klar, Sie haben ja auch Zeit. Werde nicht abklingen vom Schreiben durch Arbeit oder Regiere. Worauf wir uns verlassen wollen, heißt es elaborat. Richtige Titel wäre, worauf wir einen lassen können. Aber Herr Kretschmann, Sie haben viel erreicht fürs Land. Ah ja, ich möchte mal kurz auf Ihre größten Errungenschaften Ihrer politischen Karriere hinweisen. Egal, über die aktuellen Erfolge kann man sich ja ganz transparent informieren. Das neue Baden-Württemberg heißt die Leistungsbilanz Ihrer Regierung, kann man kaufen beim Landesverband der Grünen für 8 €. Finde ich jetzt ein bisschen teuer. Kann ja eh bloß ein DIN A6-Blättle sein. Ja. Frieder Merz jetzt sowas auf den Bierdeckel kriegt. Was nicht in Ihrer Leistungsbilanz steht, Herr Kretschmann, Sie haben ja wieder ordentlich polarisiert. Man müsse junge Männerhorten in die Pampa schicken. Gut, klar, wir wissen, junge Männerhorten bereiten Probleme, aber du kannst halt Junggesellenabschiede nicht verbieten. Gut, Herr Kretschmann, Sie meinen natürlich junge Männer arabischer Herkunft, die halt nicht dieses respektvolle Frauenbild haben, das deutsche Männer immer wieder im Festzelt auf dem Cannstatter Wasen zeigen. Aber der Herr Kretschmann hat sich weit entfernt von grünen Ideale. Zum Beispiel zur Einweihung eines Aussichtsturms in Bad Wurzach ist er mit dem Hubschrauber hingeflogen. Gut, Herr Kretschmann sagt halt als gläubiger Katholik, aber im Himmel fliegen sie auch alle. Klar, Herr Kretschmann, aber da geht es ja ein bisschen um das Gefühl. Ich meine, zu einem Ausflug in ein Naturschutzgebiet mit dem Hubschrauber fliegen, ist wie einem Pollenallergiker einen Strauß Wiesenblumen mitbringen. Herr Kretschmann, ich würde vorschlagen, einfach mal ein bisschen ökologischer Reise. Vielleicht da mit dem E-Bike vom Winnie Herrmann nach Berlin. Oder nehmen Sie doch gleich den Zug. Und bei den Verspätungen, die die Bahn gerade hat, wenn Sie dann zurückkommen im ICE, ist vielleicht sogar Stuttgart 21 fertig. Übrigens, Stuttgart 21 wird teurer und später fertig. Ist die einzige Passage, die ich jedes Jahr aus dem Vorjahr wortwörtlich übernehmen kann. Apropos Stuttgart 21. Der Bahnprojektverein hat sich ja kürzlich ein bisschen im Ton vergriffen. Mit seinem Werbeslogan pro Stuttgart 21, untenrum ist immer geil. Gut, klar, wenn später mal das horizontale Gewerbe
auf dem frei werdenden Gleiskörper stattfindet, hätte ich für die gleich schon der nächste Slogan. Unterm Strich geht's der Bahn gut. Ja. Haken wir das Thema Stuttgart 21 mit einer kleinen Geschichte ab. Einem Mann erscheint eine gute Fee und sagt ihm, du hast einen Wunsch frei. Sagt der Mann, wow, toll, ich wünsche mir, ich möchte ewig leben. Sagt die Fee, ja, das geht leider nicht. Sagt der Mann, also gut, dann möchte ich bitte so lange leben, bis Stuttgart 21 fertig ist. Sagt die Fee, du kleines, durchtriebenes Miststück. Ja. Aber man soll ja bei unserem Ländle nicht immer nur an Stuttgart 21 denken. Ja? Und deswegen braucht man jetzt einen neuen Werbeslogan für Baden-Württemberg. Dabei ist ja, wir können alles außer Hochdeutsch, der erfolgreichste Slogan aller Bundesländer. Auf Platz 2 übrigens das Saarland. Mit Großes entsteht immer im Kleinen. Gut, es könnte auch der Slogan einer Kinderwunschklinik sein. Oder vom Rudloff sein Bordell Paradise. Aber der neue Slogan muss auf Englisch sein, denn er soll ja Fachkräfte aus dem Ausland zu uns nach Baden-Württemberg locken. Also was könnte ein möglicher Slogan sein? Zum Beispiel, Kretsch ist se best, faxe rest. Oder ein bisschen auf unsere Sauberkeit gehen, so yes wie care. Für die Dieselfahrer, come in and stay out. Oder welcome to the Kretsch experience. So, jetzt aber genug von Ihnen, Herr Kretschmann. André wollte auch noch drankommen. Der Strobel zappelt schon. Herr Strobel, für Sie hat das Jahr nicht gut angefangen, ist dann eher mies weitergegangen, hat aber dann zum Ausgleich schlecht geendet. Und dann, Herr Strobel, sind Sie auch noch bei der Wahl zum stellvertretenden CDU-Vorsitzenden regelrecht abgequatscht worden. Nur 59%, zum Vergleich, Julia Klöckner hat 87%, Volker Bouffier sogar 90%. Der Volker Bouffier tritt jetzt in Nordkorea an. Naja, naja, Leute, die brauchen auch was Neues, wenn der Kim Jong-dumm nach seiner Hochzeit mit dem Trump nach Amerika zieht. Aber Herr Strobel, da hätte ich mir jetzt schon mal Gedanken machen. Sie landen abgeschlagen hinter einem Mann, der aussieht wie einer von den Flippers nach dem Entzug. Sind Sie froh, dass die AKK nicht auch nur ihre Handtasche zum Stellvertreter nominiert hat? Sonst wäre es ganz schön eng geworden. Der Wolfgang Reinhardt denkt die ganze Zeit, warum haben Sie eigentlich mich nicht bei dieser Wahl nominiert? Da können wir sich heute das schlechte Ergebnis wenigstens erklären. Ja. Und im Ländle sieht es ja auch nicht wirklich besser aus, Herr Strobel. Laut neuesten Umfragen kommt Ihre CDU mittlerweile auf 23%. 23%, Leute, diesen Wert hatte früher Gerhard Mayer-Vorfelder. Im Blut. Als Restalkohol. In der Fastenzeit. Aber Herr Strobel, manchmal kriegt auch jemand anders aus der Landes-CDU auf der Deckel. Nicht bloß Sie, zum Beispiel Frau Wittmann-Mautz. Frau Wittmann-Mautz, ja, haben Sie? Ja? Ich muss das ganz klar sagen, ich finde Ihren Doppelnamen ganz toll. Ja? Nicht, dass noch jemand auf die Bühne springt. Frau Wittmann-Mautz, Sie haben ja ordentlich Ärger gekriegt. Sie haben ja in Ihrem Weihnachtsgruß das Weihnachtsfest vergessen. Und da gab es ja einen riesen Shitstorm. Leute, mal ganz ehrlich, Weihnachten vergessen, passiert doch jedem zweiten Mann. Gut, zum Glück gibt es für Männer mittlerweile Spezialgeschäfte, wo man auch an Heiligabend noch tolle Weihnachtsgeschenke kaufen kann. Das Tolle an diese Geschäfte, danach kann ich auch noch das Auto tanken. Aber Frau Wittmann-Mautz, Sie waren wirklich, wirklich arm dran, muss man schon sagen. Es ging ja los mit der Bild-Zeitung. Die titelte Integrationsbeauftragte schafft Weihnachten ab.
Ja, gerade junge Menschen haben doch gar keinen Bezug mehr zur Bibel. Da wurde ein Siebtklässler gefragt, wie alt wurde Jesus? Seine Antwort, Jesus war 33, als er genagelt wurde. Der nächste Schüler antwortete auf die Frage, wer hat die Bibel ins Deutsche übersetzt mit Lothar Matthäus? Das sind so uralte Mythen, die verstehen doch die jungen Leute gar nicht mehr. Erzähl ihnen was von der jungfräulichen Geburt. Sei die, ja, alles klar, Opa. Und als nächstes erzählt uns noch, dass die SPD mal eine Volkspartei war. Kommen wir also zur SPD. Ja. Eigentlich wollte ich keine Witze mehr machen über die SPD. Ich habe da Angst. Ja, es ist gefährlich. In diesem Land stehen 2 Jahre Knast auf Leichenschändung. Man denkt sich bei der SPD immer wieder, ist es Politik oder kann das weg? Gut. Sind wir ehrlich, vieles strahlt halt von der Bundespartei ab, die sich immer wieder vergeblich bemüht, positiv wahrgenommen zu werden. Andrea Nahles sagte, sie will das Werk ihrer Vorgänger fortsetzen. Was für eine Drohung. Wenn man sich die Bundespartei, der SPD, anguckt, denkt man ja, es kann nicht schlimmer kommen. Und dann kommt in Baden-Württemberg die Wahl zum Vorsitzenden. Das Wort Debakel hat beim Bundesverfassungsgericht Klage erhoben, weil es in diesem Zusammenhang nicht mehr missbraucht werden will. Ja. Gut. Gut, klar, Mitgliederbefragungen sind halt einfach eine blöde Idee. Deshalb macht sowas auch nur noch die SPD. Herr Kretschmann, Sie würden doch niemals Ihre Mitglieder befragen, oder? Ja gut, dazu müssen Sie ja vorher auch erst noch in CDU eintreten. Wobei, es ist schon verrückt, Frau Breymeier. Sie haben diesen Mitgliederentscheid gewonnen und wollten dann aber nicht antreten. Da sieht man, Hospizarbeit kostet Kraft. Und der Herr Castelluzzi hat verloren, wollte aber sich trotzdem zum Vorsitzenden wählen lassen. Das ist ja so, wie wenn die Fußballnationalelf nach einem WM ausgesagt hat, ist uns völlig egal, wir machen trotzdem eine Siegesfeier vorm Brandenburger Tor. Ja. Herr Castelluzzi hat 48% gekriegt und da kann man dann schon mal übermütig werden, gell? So große Zahlen ist man in der SPD gar nicht mehr gewohnt. In der SPD reicht der Stoff von Klasse 1. Rechnen im Zahlenraum bis 10. Dann gab es den Vorschlag, man solle einen Übergangsvorsitzenden bestimmen. Also irgendwie, wenn ich ehrlich bin, Frau Breymeier, die SPD kommt mir gerade ein bisschen vor wie das Orchester auf der Titanic. Jeder weiß, das Schiff sinkt und ihr sucht panisch nach einem neuen Dirigenten. Und dann hat sich der gute Herr Stoch bereit erklärt. Das war dann wie damals beim Fußball im Schulhof. Wenn keiner mehr da ist, nimmt mal den kleinen Dicker mit der Brille. Ja, aber Herr Stoch hat es angenommen. Er hat gesagt, wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen. Ja, das macht man doch traditionell bei der SPD. Im Zweifel an dem Strang, der am Hals vom Vorsitzenden liegt. Wie schlimm es um die SPD steht, hat sich gezeigt, als sich sogar der Herr Rühlke von der FDP vor der AfD in Schutz nehmen musste. Der Herr Rühlke hat gesagt, ich zitiere, schauen Sie mal 80 Jahre in unsere Geschichte zurück. Damals saßen die Vorgänger dieser Abgeordneten im KZ, weil sie gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz gestimmt haben. Und die geistigen Vorläufer von Leuten wie Herrn Repple sind im Stechschritt durch das Brandenburger Tor marschiert. Herr Rücke, jetzt muss ich Sie wirklich mal loben. Ein toller Satz. Wer hat Ihnen den vorgesagt? Und das war ja der Tag des Tumults im Landtag, ausgelöst durch den Herrn Repple. Der Repple ist übrigens, ich finde das sehr passend, Heilpraktiker. Und der Repple musste dann mit seinem Kumpel Gedeon gemeinsam von der Polizei aus dem Landtag geführt werden. Aber Frau Arras, Sie müsst natürlich die Jungs von der AfD auch ein bisschen verstehen. Da hocken Sie als Frau vor denen. Als Frau mit anatolischen Wurzeln sind Sie für die brutalste Provokation. Wie wenn der EU-Vorsitzende Jean-Claude Juncker das Treffen der anonymen Alkoholiker leitet.
Trotzdem, an diesem Tag haben alle andere Parteien zusammengehalten und der AfD gezeigt, wer für die Demokratie steht. Freunde, nicht zur Gewohnheit werden lassen, sonst habe ich nächstes Jahr hier keinen Stoff mehr. Ja. Skandale sind halt das tägliche Brot der AfD, ob im Bund oder im Land. Zum Beispiel hat die Frau Weidel, die hat ja Spenden aus dem Ausland kassiert. Und da hat die AfD eine ganz klare Haltung. Illegale Spenden aus dem Ausland, ja. Illegale Einwanderer aus dem Ausland, nein. Brüder und Schwestern, ich frage mich immer, was Frau Weidel in der AfD zu suchen hat. Guck mal her, eine lesbische Frau, die in der Schweiz lebt, als Fraktionsvorsitzende einer homophoben, nationalistischen Partei. Ich mache doch Günter Oettinger auch nicht zum Chef von einem Fremdspracheninstitut. Ja. Problem ist ja, dass man die AfD mittlerweile eigentlich nur noch als einzige Opposition wahrnimmt. Blöd für euch SPD und für euch von der FDP her. Herr Rüge, dabei wollten Sie doch Sachpolitik machen. Sie haben sich für eine Aufwertung der Hauptschulen ausgesprochen. Ja, blöderweise wollen wenige Eltern ihre Kinder auf die Hauptschule schicken. Die hat halt ein Verlierer-Image. Man schickt sein Kind ja auch nicht freiwillig in ihre Landes-FDP. Aber die Bildung bleibt eine große Baustelle, glorreich gescheitert, die Bildungsplattform Ella. Gut, Herr Kretschmann nimmt es locker und sagt, ja, erst mal abwarten, ob sich dieses Internet überhaupt durchsetzt. In Leitz hat man noch zu kämpfen mit dem Umstieg von Steintafeln auf Papier. Aber weiterhin ein großes Problem, der Lehrermangel. Hey, Frau Eisenmann, Sie geben es ja offen zu. Sie sagen ja, es gibt Probleme, aber Sie sagen auch, 2021 wird alles besser. Gut, da ist die CDU nicht mehr in der Regierung, klar. Wobei, wir haben ja genug Lehrer, nur leider oft die falschen. Und deshalb wird es diskutiert, dass auch Gymnasiallehrer auf Hauptschulen wechseln sollen. Weiterhin versucht man, Pensionäre zum längeren Unterrichten zu bewegen. Da heißt es dann unterrichten, bis der Arzt kommt. Oder für Sportlehrer turne bis zur Urne. Ja. Aber Frau Eisenmann, Sie beschäftigen sich auch mit den ganz praktischen Problemen des Schulalltags, zum Beispiel mit den sogenannten Elterntaxis. Ist ein großes Thema, das Parkchaos vor den Schulen. Viele Eltern bringen ihre Kinder mit ins Klassenzimmer. Und es gibt schon Forderungen, man müsse Polizisten abstellen, um den Verkehr vor der Schule zu regeln. Ja, wo sollen die herkommen? Viele Städte haben so wenig Sicherheitskräfte, dass bei denen sogar der Oberbürgermeister nachts Streife laufen muss. Ja. Grüß Gott, Herr Palmer. Sie haben heute extra ein bisschen zu den älteren Leuten gesetzt, dass es keine Schlägerei gibt. Herr Palmer, da haben Sie schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, oder? Sie fühlten sich nachts in Tübingen von einem Studenten beleidigt, weil er laut Ihren Angaben laut geschrien hat und mit den Armen wild gewedelt. Ja, das ist eines der drei ganz großen Kapitalverbrechen. Raub, Mord und wild mit den Armen wedeln. Was hätten andere gemacht? Winfried Kretschmann hätte streng geschaut und hätte ihm einen moralischen Vortrag gehalten, gespickt mit Zitaten von Hannah Arendt. Ich garantiere euch, dieser Student würde sich nachts nicht mehr auf die Straße trauen. Ja. Aber Vorsicht, Herr Palmer, es hätte ja auch zu einer Schlägerei kommen können. Gut, vielleicht wären ein paar Tübinger Bürger unterwegs gewesen, die dann geholfen hättet. Vielleicht hättet ihr auch gesagt, ach komm, wir gehen weiter. Mit dem Palmer wird der Student selber fertig. Wir warten jetzt auf Angebote von RTL. Auf Streife! Die neue Staffel mit Boris Palmer. Ja.
Und dann haben Sie sich, Herr Palmer, ja auch noch mit der Hauptstadt angelegt. Boris Palmer sagte, auf Berlin gemünzt, er mag diese Mischung aus Kriminalität und Drogenhandel nicht. Herr Palmer, ich bitte Sie, Berlin besteht doch nicht nur aus dem Bundestag. Und wenn Sie die Tour de France gemeint haben, die fährt nicht durch Berlin. Sie haben ja auch gesagt, Herr Palmer, fand ich bemerkenswert, wenn Sie nach Berlin kommen, haben Sie immer das Gefühl, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands. Viele haben das Gefühl schon, wenn sie auf Sie treffen. Ja. Aber Leute, wenn wir schon beim funktionierenden Teil Deutschlands sind, was ja gar nicht mehr funktioniert, ist der Diesel. Großes Aufregerthema, Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge. Nicht nur in Stuttgart, auch im Ruhrgebiet wurde eine ganze Autobahn gesperrt für Dieselautos. Im Ruhrgebiet. Leute, wenn im Ruhrgebiet der Opa aus der Zeche gekommen ist und husten musste, war doch mehr Feinstaub in der Luft als heute bei 200 Dieselautos. Saubere Luft im Ruhrgebiet, das können die Lungen der Menschen doch dort gar nicht verarbeiten. In Hamburg hat man übrigens vor 4 Jahren eine sprunghafte Verbesserung der Luftqualität wahrgenommen. Hat man überlegt, wie kann das sein? Sind die Messgeräte kaputt? Bis man draufgekommen ist, ah ja klar, 2015 ist ja Helmut Schmidt gestorben. In Hamburg ist es ohnehin absolut absurd mit dem Dieselfahrverbot, weil im Hafen liegen dort die großen Kreuzfahrtschiffe, die noch mehr Dreck in die Luft hauen. Siehst du, und deswegen sagt unser Verkehrsminister Winnie Herrmann, siehst du, deswegen haben wir ein Verbot ersprochen, wir lassen keine Kreuzfahrtschiffe in die Innenstadt von Stuttgart. Fertig. Ja. Ja. Herr Herrmann, man hat Sie kürzlich beobachtet, wie Sie nachts heimlich aus dem Staubsaugerbeutel Feinstaub in der Messbehälter vom Neckartor geschmissen haben. Ja. Hauptsache Stuttgart wird Fahrradstadt Nummer 1. Und da ist ja die Halbhöhenlage wie gemacht dafür. Und wir wissen auch, die Fahrradindustrie Baden-Württembergs liefert die meisten und wichtigsten Arbeitsplätze für unsere Bürger. Ja. Ja. Vielleicht, Herr Herrmann, können Sie sich was von Kiel abgucken. In Kiel wurde bei einer dreispurigen Straße die rechte Spur für Dieselfahrzeuge gesperrt, weil die am nächsten an der Messstation vorbeifährt. Und übrigens, wenn dann irgendwann alle Dieselautos aus Stuttgart weg sind, haben wir ja die Messstationen sinnlos rumstehen. Ich würde vorschlagen, die verkaufen wir dann nach Rumänien, wo uns die ganze Autos schon auf sie wartet. Ja. Allheilmittel soll das E-Auto sein, weil das E-Auto hat nämlich keinen Auspuff mehr. Toll. In Stuttgart konzentriert man sich auf eine andere Strategie, um doch irgendwann noch Luftkurort zu werden. Beispiel X1-Bus. Fantastisch, fantastisch. Ja. Hochmodern vom Design her, gelb mit schwarzen Punkten. Soll es ein Leopardenmuster sein, weil der so schnell ist? Ich glaube eher, es ist das Symbol für die Stuttgarter Verkehrspolitik, eine Blindenbinde. Dieser Bus fährt meistens leer, oft stehen am Wilhelmsplatz in Cannstatt 5 Busse hintereinander. Und Leute, das ist Absicht, das gehört so. Da steckt eine raffinierte Strategie dahinter, pass auf. Wirkliche Aufgabe des X1-Busses ist es nämlich, frische Luft von der Weinberge Cannstatt ans belästigte... an das belastete Neckartor zu bringen. Aber dazu muss der Bus leer sein, kapierst? Weil die Fahrgäste würden die Luft verdrängen oder wegatmen.
Und deswegen hat man diesen Bus so unattraktiv gestaltet, dass die Leute sich lieber weiter in der parallelfahrenden Straßenbahn quetschen. Es gibt ja Gerüchte, die neue Busspur sei ohnehin nur eine geheime Fluchtspur für der OB Kuhn aus dem Remstal. Vergleichbar einem geheimen Gang unterm Vatikan. Gut, jetzt können wir unseren OB Fritz Kuhn nicht mit dem Papst vergleichen, weil der Papst hat ja von sich gesagt, Franziskus, Zitat, der Papst ist ein Mensch, der lacht und weint und Freunde hat. Ja. Lachen und weinen trauen wir Fritz Kuhn zu. Fritz Kuhn, unser OB, traut sich was und traut sich hier nicht her. Wieder einmal, das Phänomen kennen wir von der Schule. Ja. Es heißt, Durchfall am Tag der Zeugnisausgabe. Brüder und Schwestern, irgendwo muss Fritz Kuhn mal Gläser haben. Der ideale Oberbürgermeister einer großen Stadt vermeidet Bürgernähe. Wenn er zufällig auf Bürger trifft, gibt er sich verschlossen, damit nicht versehentlich Sympathie entstehen kann. Brüder und Schwestern, liebe Politiker, vieles habe ich jetzt gesagt. Wie immer werdet ihr wenig davon beherzigen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ihr irgendwann euer Parteiengezänk lasst und euch einfach gemeinsam um die Lösung der Probleme der Bürger kümmert. Kleiner Tipp, wenn Partei A sagt, Tomaten sind rot, muss man als Partei B nicht unbedingt widersprechen und sagen, nein, Tomaten sind gelb mit violetten Streifen. Man kann zum Beispiel auch mal sagen, genau, Tomaten sind rot, aber wir haben es halt als Letzter bemerkt, fertig. Ja. Leider gibt es für viele Probleme keine Lösungen mehr, weil die Politik nicht mehr das Selbstverständliche macht, sondern sich nur noch in den Grenzen ihres Parteidenkens bewegt. Brüder und Schwestern, lasst mich dazu zum Abschied und zum Abschluss dieser Rede ein kleines Beispiel bringen. Stellt euch vor, ein Normalbürger läuft an einem Teich vorbei, in dem gerade ein Mensch am Ertrinken ist und verzweifelt um Hilfe ruft. Er würde doch sofort reinspringen und ihm helfen. Was aber machen unsere Spitzenpolitiker? Ulrich Rühlke von der FDP sagt, ich mache mir um diesen Menschen keine Sorgen, das regelt der Markt. Frau Breymeier von der SPD sagt, endlich einer, dem es noch schlechter geht wie uns. Der Herr Meuthen von der AfD sagt, bestimmt hat ihn ein Flüchtling reingeschubst, die Merkel muss weg. Winfried Kretschmann von den Grünen sagt, wir müssen auch noch eine Frau reinschubsen, damit die Quote stimmt. Und der Thomas Strobel von der CDU sagt, Leute, jetzt helft mal, sonst versauf ich noch. Brüder und Schwestern, das war's von mir. Geht in euch, seid anständig, seid aufrecht. Gott sei mit euch, auch wenn es ihm immer schwerer fällt. Bibas, bis zum nächsten Jahr. Ich komme wieder. Deus Dominus vobiscum. Vielen Dank. Thank you.
Scholli. Da hat unser Bruder Christophorus aber nicht gespart mit seiner Schelte und hat ordentlich ausgeteilt in alle Richtungen. Jana, was sagen denn unsere Politiker dazu? Wie haben sie es aufgenommen? Herr Kretschmann, es heißt, Sie machen weiter, bis Sie 100 sind, hieß es heute auf der Bühne. Stimmt das? Könnte schon sein, wenn ich noch fit bleibe. Wollen Sie jetzt hier Anwesenden Angst machen? Arbeite dran. Mach jeden Tag jetzt deinen Sport, damit es auch klappt. Frau Breinmeier, bei Ihnen wurde Puls gemessen. Warum das denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich war stellvertretend der Puls der SPD. Aber ich kann Ihnen sagen, meine gute Laune ist noch da. Und ich freue mich darüber, dass meine SPD in einem ganz ordentlichen Pulsschlag angekommen ist, auch hier im Land Baden-Württemberg. Was nehmen Sie denn jetzt mit für den Vorsitzenden Andreas Stoch? Wie ist die SPD in Baden-Württemberg weggekommen? Ich glaube, das war eine ordentliche, gerechte Bewertung. Und wenn ich mir anschaue, wie alle anderen weggekommen sind, dann ist es im Schnitt alles in Ordnung. Herr Palmer, wie sind Sie denn weggekommen? Also jetzt ist man mal wirklich ganz nah dran am Bürger und dann ist es auch wieder nicht recht, oder? Irgendwas muss da schiefgegangen sein mit der Bürgernähe. Ja, also beim Kuhn sagt man, der spritzt nicht mit den Leuten. Und wenn ich da den direkten Kontakt suche, dann wirst du hier wieder auf der Bühne verrissen. Aber nehmen wir sportlich. Ist Ihnen das Lachen vergangen? Im Gegenteil, ich lache jetzt noch besser über die Geschichte. Wäre ja heute wahrscheinlich sonst gar nicht vorkommen, oder? So kann man es auch sehen. Wer hat es Ihnen heute Abend gefallen? Ich fand es richtig gut. Es war viel zum Lachen, aber es war auch sehr Nachdenkliches dabei. Und es waren schon manche Hämmer drin, aber dafür ist Christoph Sonntag da. Das war richtig genial. Sagen Sie, Herr Röke, heute Abend, wer hat am meisten draufgekriegt? Ich glaube, Herr Strobel hat am meisten draufgekriegt. Zu Recht? Ich glaube schon. Nicht? Es kriegt immer derjenige am meisten drauf, der es am meisten verdient hat. Und deshalb war ich ja auch der Einzige, der ein Lob bekommen hat. Haben Sie das Gefühl, dass es für Sie in Ordnung ist, nochmal hierher zu kommen? Oder sagen Sie, also wenn ich jetzt jedes Mal drauf kriege, komme ich nicht mehr? Garantiert komme ich beim nächsten Mal wieder und der Christoph Sonntag wird sich neue Gemeinheiten überlegen. Ist ganz okay. Sind Sie denn auch mal bereit, sich eine Gemeinheit auszudenken? Ich werde mich rächen. Na, da sind wir mal gespannt, Sonja, oder? Das war's für dieses Mal. In der Hoffnung, dass sich die Gescholtenen wirklich die mahnenden Worte von Bruder Christophorus Sonntag zu Herzen nehmen, verabschieden wir uns ganz herzlich hier aus der alten Kelter in Fellbach und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns im SWR-Fernsehen. Bleiben Sie gesund und neugierig. Ade.